Sehr schön, sehr schön. Natürlich für diejenigen, die eine lateinische Sprache sprechen, Portugiesisch klingt schon ein bisschen einfacher. Aber das bedeutet nicht, dass für die deutsche Muttersprache das ultra schwierig ist. Nee, Quatsch, das ist nicht. Aber es geht, das hängt davon ab, wie man das auch lernt. Na, und das ist genau, was ich heute hier, das ist ein Minikurs, das ich heute hier präsentieren wollte. Normalerweise übersetze ich das nicht, na, also das ist nicht meine Methode. Ich gehe direkt in Sprache. Und ich finde einfach schön, diesen Kontakt sofort mit Portugiesisch. Und das ist, was wir heute hier machen. Okay? Was wollte ich sagen? Also, ja, ich habe noch auch etwas hier Interessantes gelesen. Jemand hat gesagt, Spanisch, aber die Aussprache. Ja, ich denke, die Aussprache, mindestens, das ist meine Erfahrung, dass viele Leute sagen, ja, das ist kein Problem, Elena, das ist alles in Ordnung. Dass viele Leute sagen, ja, ich kann das lesen, ich kann schon Französisch oder Italienisch, das ist gar kein Problem. Aber sprechen ist ultra schwierig, weil ich das nicht richtig verstehen kann. Na? So, das ist, was wir heute, das ist ganz klein, bisschen. Portugiesisch-Lektion. Ich präsentiere das und jetzt will ich eigentlich, dass man einfach aufpasst und zuhört. Mehr nicht. Okay? Zuerst. Danach haben wir ein bisschen Übungen. Okay? Wir machen alles mündlich. Ja, so viel können wir hier jetzt nicht machen. Aber ich hoffe, dass das nutzt, hier mit Portugiesisch zu lernen und auch mindestens dieser Erstkontakt mit Portugiesisch und wie das weitergeht, auch mit Aussprache, will ich etwas sagen. Oh, bitte. Oh. Ja, Anna sagt, das ist schwer zu aussprechen. Ja, glaube ich schon. Ja, aber ja, das ist immer so. Gibt es ein oder andere Laut, die manchmal ein bisschen schwierig ist, manchmal für deutsche Sprachler oder Italienisch oder Französisch. Es kommt darauf an, welche Sprache man als Muttersprache hat. Ne? Okay, so viel Zeit haben wir nicht. Ich wollte sofort anfangen. Das ist schön und danach komme ich zurück zu Fragen oder Anregungen und so weiter. Okay? So. Man kann während der Präsentation einfach hier schreiben. Okay? Genau. Então, sejam bem-vindos ao mini curso de português. Neste momento, apenas ouça. Ouça. Não fale. Ouça. Ouça e observe. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana. Eu sou do Brasil. Eu sou brasileira. Eu moro em Berlim. Eu falo português, inglês e alemão.
Eu sou professora. E agora nós vamos ouvir mais uma vez com texto. Mais uma vez com texto. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciana. Eu sou do Brasil. Eu sou brasileira. Eu moro em Berlim. Eu falo português, inglês e alemão. Eu sou professora. Agora é a sua vez. Agora você vai falar. Você pode falar para você mesmo. Man kann einfach für sich selbst, ne? Wir haben keine Ahnung, wie viele Teilnehmer hier. Das wäre ein bisschen unordentlich, wenn alle so die Mikrofone anhaben. Aber man kann das einfach allein üben. Okay? Dann. Meu nome é Luciana. Qual é o seu nome? Meu nome é Luciana. Qual é o seu nome? Ich habe zum Beispiel hier Anna gesehen, ne? Dann Anna würde einfach sagen, meu nome é Anna. Habe ich auch Tobias gelesen? Dann, meu nome é Tobias. Eu sou brasileira. E você? Eu sou brasileira. E você? Gibt es mehrere Nationalitäten? Okay, aber ich kann nicht alle hier schreiben. Ein paar Beispiele. Alemão, alemã, chinês, chinesa, francês, francesa, italiano, italiana, espanhol, espanhola, canadense. Dann gehen wir einfach zurück. Eu sou brasileira. E você? Ich habe auch gesehen, jemand hat geschrieben Französin. Also diese Person würde dann sagen, eu sou Französin oder Französisch. Sorry, ich erinnere mich nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war. Okay. Eu moro em Berlim. Onde você mora? Eu moro em Berlim. Onde você mora? Eu sou francês. Eu sou espanhola, sou francesa, Berlim também, que ótimo. Eu moro na Inglaterra. Namíbia, Krefeld, muito legal. Eu falo português, inglês e alemão. Você fala português? Sim ou não? Não. Ok. Eu falo um pouco de português. Não. Ok, dann jetzt ein bisschen gemein. Das ist nicht da. Aber ich frage trotzdem.
Eu falo português, inglês e alemão. Que línguas você fala? Eu falo português, inglês e alemão. Que línguas você fala? Russo. Quem falou, quem perguntou? Ana, russo. Russo. Dominica falou alemão, inglês, espanhol, português, ou das ambições, português, polaco, polonês. Polonês e russo. Nossa, inglês, italiano, alemão, grego. Que mais nós temos? Inglês, alemão, francês, Africans, alemão, inglês, turco. Quem falou? Yashin? Desculpa se eu não pronunciei certo. É assim? Yashin? Turquês. Turco. Eu falo inglês, francês, espanhol. Ótimo, ótimo. Depois eu vou escrever no whiteboard essas dúvidas, ok? Schreibe danach. Eu sou professora. E você? Oh, hier haben wir auch eine große Auswahl. Ein paar Beispiele. Médico, médica, cozinheiro, cozinheira, estudante, cantor, cantora. Então, eu sou professora. E você? Professora também, ó. Professora, professora, que legal. Professora, quase quinta. Falava inglês. Lá. Não entendi essa pergunta, Tobias. Eu sou estudante. Eu sou professor também. Que legal. Que legal, tall. Que legal, tall. Tradutora. Tradutor. Ou tradutora. Estudo para ser professora. Muito legal. Ossiwambo Herero. Inglês, tradutora, estudante, professora. Muito legal. Eu sou cantora? Eu sou cozinheira? Mesmo? Mesmo? Ja, jetzt. Mesmo? Wirklich? Mesmo? Echt? Engenheiro. Sim, Cristina. Cristina, então eu sou engenheira. Não, eu sou estudante. Eu sou agente de viagem, tradutora. Excelente. Muito bom. Muito bom mesmo. Deixe-me passar rapidamente. Eu adoro ver os comentários, mas vamos lá. Então, eu vou passar rapidamente aqui pelo que a gente viu, né? Ganz kurz und knapp mit Begrüßung. Wir haben Oi gehört und die Antwort ist einfach Oi. Aber wir können auch Olá sagen. Olá. Antwort: Olá. Das benutzen wir auch oft, aber Vorsicht hier, weil Frage und Antwort sind gleich. Der Unterschied ist nur Intonation. Dann die Frage: Tudo bem? Nochmal: Tudo bem? Antwort: Tudo bem. Noch einmal: Frage: Tudo bem? Tudo bem. Und dann jetzt. Oi.
Tudo bem? Also nochmal habe ich Dominika, ja. Oi, Dominika, tudo bem? Dann, Dominika würde einfach beantworten: Oi, Luciana, tudo bem? E você? Das hier, ne? Oi, tudo bem, e você? Das sagen wir wirklich sehr, sehr oft. Okay? Also, man kann jetzt nochmal üben. Für sich selbst, ganz kurz. Was habe ich hier? Ja, dann ich mache einfach so hier ein paar Namen und man kann für sich selbst beantworten. Okay? Oi, Linda, tudo bem? Oi, Tobias, tudo bem? Olá, Suzana, tudo bem? Oi, Cristina, tudo bem? Komme ich gleich zu formell und informell, ne? Wir haben auch diese, sagen wir, Standardbegrüßung, ne, mit guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Also auf Portugiesisch ist ein bisschen anders. Wir haben Bom dia und das ist gleichzeitig guten Morgen und guten Tag. Dann haben wir Boa tarde. Das haben wir nicht auf Deutsch. Wird wörtlich übersetzt. Das bedeutet guten Nachmittag. Und Boa Noite ist auch gleichzeitig guten Abend und gute Nacht. Und wir können alles zusammen mischen, so in einem Dialog. Boa tarde, Susanne. Dann Susanne würde einfach sagen: Oi, Luciana, tudo bem? Dann normalerweise wiederholen wir nicht. Tudo bem? Wir sagen einfach tudo. Tudo. E você? Wollen wir nochmal das hier? Ups, sorry. Üben. Dann. Boa tarde, Tobias. Tudo bem com você? Tobias. Ja. Lass mich kurz einfach hier etwas sagen. Ich sehe die Fragen hier. Wir können leider nicht jede Einzelfrage erklären. Was habe ich hier für euch? Ich habe einen Mini-Kurs zu Portugiesisch, ja, einen portugiesischen Sprachkurs von 1. bis 9. Dezember und es läuft auf Telegram und WhatsApp. Und natürlich, das ist kostenlos für die Leute, die hier heute sind. Okay? Lass mich einfach hier links. Genau. Das ist schon in unserem Chat. Das ist ein Link für die WhatsApp-Group und auch für die Telegram-Gruppe. Hier sind auch meine Kontakte bzw. mein Profil auf Facebook und Instagram. Und jetzt, ja, lass mich kurz, wir haben noch 7 Minuten. Hoffentlich, das ist, ja, das ist da. Komme ich auch den Lippen zu ja, machte, bitte dann einfach hier.
ja, eine, deine E-Mail, ja, da komme ich auch, so links. Dieser Minikurs jetzt, Anfang Dezember, das ist wirklich nur auf Telegram und WhatsApp. Aber, also die Namen sehe ich nicht, aber Sie können gern einfach eine E-Mail mir schreiben und ich konnte auch nutzen, ja, tolle Links schicken, wo man das weiterlernen könnten. Okay. Ja, nochmal habe ich schon hier gesehen. Ich habe ein paar Fragen gesehen. Moment. Wo ist das? Hier, Whiteboard. Und hoffentlich sieht man das. Ein paar Fragen, die ich gelesen habe. Wie kann man diese Bang sagen? Ne? Oder jemand hat auch gefragt, etwas mit dieser Tilde. Ne? No. Das sind nasale. Ist das gut? Ja, ne? Das sind nasale Laut. Und man muss, oder besser gesagt, man darf nicht, wie man diese M auf Deutsch machen. Also auf Deutsch, wir würden einfach sagen, Bäm. Bäm. Ich weiß es nicht, ob man meine Kamera sehen kann und auch meine Lippen. Wenn jemand ganz kurz so ja sagt, ja, Also auf Deutsch, wir würden einfach so sagen, ne? Bäm, bäm. Nicht auf Portugiesisch. Dieser M ist da, nur dieser Nasallaut zu verleihen. Okay? So, das ist Bäm. Bang. Wenn man also die Mund nur ein bisschen offen lässt, dann das ist normalerweise in Ordnung, weil dann die Luft bang. Jemand hat hier eine Bang. Ja, genau, Dominika. Bang. 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 Genauso hier mit Não. Na? Dieser Tilde, na? Auf Portugiesisch Tio. Na? Das ist genau diese, ja. Oh, das bleibt nicht. Das ist das hier. Ne? Wir haben auf A und auch auf O. Ne? Das macht einfach O, I, O. Não. Okay? Und dann, ja, tarde. Tarde ist noch ein bisschen komplizierter. Tarde, dieser DE in unbetonte Silben. Und am Ende, genau, jemand hat schon geschrieben, das ist wie eine DJE, Tarde, genau. Aber ich muss einfach sagen, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt auch Regionen in Brasilien, wo sie Tarde sagen, so ganz, ganz klar, oh, Tardi. Und nicht Tardi. Aber alle drei Möglichkeiten sind richtig. Okay? Ja. Das ist typisch, dieser DE am Ende Tardi. Hier sind. Also ich bin Brasilianerin, gar kein Portugiesen, aber in Portugal, man hört auch diese Sch, ständig. Momentan gar keine Präsenzunterricht. Ne? Nee, nee, nicht an der Volkshochschule. Nee, nee. Maria, ausschließlich brasilianisches Portugiesisch. Ja, nee, momentan das ist nur Online-Unterricht, gar keiner präsenziell. Mal sehen, was passiert. Ne? Ich weiß es nicht, ob
Noch Fragen? Ah ja, jemand hat gefragt, um Curso com Vídeos ou de falar e escrever. Tobias, das ist ein Minikurs und sind 7 Tage. Ne? Am Wochenende machen wir das nicht, hat man eine kleine Pause. Und wir gehen nochmal um diese Kleinigkeit. Ne? Vor allem nicht Videos, aber Audio. Okay? Jemand hat gefragt, zu welchen Zeiten? Meinen Sie dieser Minikurs? Also das ist da in unserer Gruppe auf Telegram. Man hat Zugang 24 Stunden. Ja, also wir haben nur 1 Minute. Ja, ich bedanke mich. Also meine Kontakte haben Sie und Sie können auch bei Expolingua Online-Website einfach checken. Okay, ich bedanke mich und nochmal bleibt hier einfach die Einladung für die WhatsApp- und Telegram-Gruppe für den Minikurs Portugiesisch. Dann sage ich, ciao, até a próxima. Tschüss.